Schnappt sich der FC Bayern bald wieder einen Neuzugang vom BVB? Und was für eine kuriose Neuerklausel gibt es beim FC Barcelona? Dazu mehr hier in unseren aktuellen Kick-News. Bei Borussia Dortmund läuft es sportlich wieder besser. Auch wenn die Leistungen zuletzt nicht immer gestimmt haben, zumindest die Ergebnisse in der Liga waren gut. Und jetzt gibt's eine weitere positive Nachricht für die Fans und für die Verantwortlichen an der Strobelallee. Denn der BVB und Jamie Bino Gittens setzen ihre Zusammenarbeit fort. Wie die Borussia mitteilt, hat der Flügelspieler seinen 2025 auslaufenden Vertrag bis 2028 verlängert. Eine richtig gute Nachricht ist das für alle Dortmunder. Schließlich zählt der Dribbler zu den größten Talenten im Verein. Man hofft beim BVB, dass Bino Gittens jetzt mal wieder länger verletzungsfrei bleibt und dann den nächsten Schritt geht. Diesen traut man dem 19-Jährigen ganz offensichtlich zu. Aber es gibt auch noch eine zweite kleine Überraschung bei den Schwarz-Gelben. Denn man sondiert nach wie vor den Stürmermarkt. Und das, obwohl aktuell mit Sebastian Haller, Niklas Füllkrug und Youssoufa Moukoko drei Angreifer zur Verfügung stehen. Der BVB hat Scouts für das Spiel zwischen Feyenoord Rotterdam und Ajax Amsterdam entsendet, um Santiago Jiménez zu beobachten. Das Skandalspiel wurde beim Stand von 3:0 abgebrochen und dann wenige Tage später zu Ende gebracht. Am Ende hieß es 4:0 für Feyenoord. Unabhängig von den Turbulenzen dürfte den Talentsperren aber sehr gefallen haben, was sie da zu Gesicht bekommen haben. Denn Jiménez hat gleich dreimal genetzt und dazu noch einen Assist geliefert. Ohnehin ist die Quote des 22-Jährigen absolut beeindruckend. Jiménez hat in dieser Saison in 7 Ligaspielen schon 10-mal geknipst. Zahlen, die nicht nur den BVB auf den Plan rufen. Auch Real Madrid soll sich mit dem mexikanischen Nationalspieler beschäftigen. Die Königlichen halten die Augen nach Alternativen für Wunschspieler Kylian Mbappé offen. Jiménez ist dribbelstark und vor dem Tor eiskalt. Leichte Defizite hat er noch in der Ballbehauptung und im Kombinationsspiel. Seine Anlagen sind aber extrem vielversprechend. Das sieht man auch in Dortmund so. Denn obwohl man die genannten drei Optionen im Sturm hat, könnte es durchaus bald Bedarf geben. Moukoko ist unzufrieden mit seiner Spielzeit. Der 19-Jährige erweckt eine Leihe im Winter. Und Sebastian Haller wird im Januar bis zu 6 Wochen beim Afrika-Cup spielen. Er läuft dazu aktuell seiner Form aus der vergangenen Rückrunde hinterher. Es ist also keineswegs abwegig, dass man beim BVB weiter Augen und Ohren offen hält und nach neuen Stürmern fahndet. Lamine Yamals kometenhafter Aufstieg sucht seinesgleichen. Seit Ende der letzten Saison spielt der Flügelspieler für die Profis des FC Barcelona. Im zarten Alter von 16 Jahren zählt der Linksfuß schon jetzt zum erweiterten Stammpersonal der Blaugrana. Und er hat sogar schon für die spanische Nationalmannschaft debütiert. In ganz Katalonien weckt der Wunderknabe die Hoffnung, dass ein neuer Weltstar in der Talentschmiede La Masia geboren wurde. Yamal jagt schon zu Beginn seiner Karriere Rekord um Rekord. Jüngster Profidebütant bei Barca, jüngster Debütant und Torschütze in der spanischen A-Nationalmannschaft. Yamal trägt sich seit Monaten in die Geschichtsbücher ein. Seine Zukunft sieht er zum Glück des Clubs langfristig in Katalonien. Wie Barca offiziell verkündet, hat Yamal seinen nächsten Sommer auslaufenden Vertrag bis 2026 verlängert. Berater Jorge Mendes und der spanische Meister sollen sich mündlich aber sogar schon auf einen Vertrag bis 2030 verständigt haben. Diesen soll der Linksfuß unterschreiben, wenn er im Juli 2025 18 Jahre alt wird. Denn vorher darf er sich nicht länger als für 3 Jahre an den Club binden. Im Vertrag des Youngsters befindet sich dazu eine Ausstiegsklausel in Höhe von 1 Milliarde Euro. Ein ganz übliches Vorgehen in La Liga, um Interessenten nachhaltig abzuschrecken. Und davon gibt es zahlreiche für Yamal. Manchester City hat im Sommer intensiv um Yamal geworben. Die Sky Blues haben sich aber die Zähne ausgebissen. Yamal wollte lieber in Barcelona bleiben. Auch bei Bayer Leverkusen knallen jetzt die Sektkorken. Denn wie Barca haben sich die Rheinländer mit einem ganz wichtigen Spieler auf eine langfristige Zusammenarbeit verständigt. Jeremy Frimpong hat nach Vereinsangaben bis 2028 verlängert. Es ist der nächste Leverkusener Überraschungscoup der letzten Wochen. Auch Weltmeister Ezequiel Palacios hatte zuletzt in Leverkusen verlängert. Genau wie Erfolgstrainer Xabi Alonso und Innenverteidiger Edmond Tapsoba. Seit seiner Ankunft im Januar 2021 zählt Frimpong zu den Leistungsträgern seiner Mannschaft. Er hat sich zu einem der offensivstärksten Außenverteidiger in Europa entwickelt. Entsprechend weckt Frimpong das Interesse von zahlreichen internationalen Spitzenclubs. Für die ist eine potenzielle Verpflichtung jetzt aber nicht gerade einfacher geworden. Denn Frimpong hat sich mit der Verlängerung zu seinem jetzigen Arbeitgeber bekannt. Es ist bislang noch nicht die Saison von Jamal Musiala.
Der 20-Jährige wollte nach seinem Meistertor in der neuen Spielzeit den nächsten Schritt machen und sich weiter in Richtung absolute Weltklasse vorarbeiten. Dass Musiala alle Anlagen dafür hat, das ist kein Geheimnis. Was dem Dribbelkünstler aber oft noch fehlt, ist die Torgefahr und die Konstanz in seinem Spiel. In beiden Punkten konnte er sich zuletzt aber nicht wirklich verbessern, was natürlich auch an einem Muskelfaserriss lag, der Musiala einige Zeit außer Gefecht gesetzt hatte. In München weiß man aber natürlich trotzdem, was man am deutschen Nationalspieler hat. Musiala gehört die Zukunft. Und der FC Bayern will, dass der Rechtsfuß seine Entwicklung langfristig im Club fortsetzt. Aus diesem Grund arbeitet der Rekordmeister im Hintergrund an einer Vertragsverlängerung. Aktuell ist der Ausnahmekönner bis 2026 an die Bayern gebunden. Das reicht den Bossen in München aber nicht. Gerne möchte man den Vertrag vorzeitig bis 2029 verlängern. Es wäre ein Meilenstein in den Planungen für die Zukunft. Den ganz großen Druck haben die Bayern aber natürlich nicht. Denn frühestens im Sommer 2025 müsste man über einen Verkauf nachdenken, wenn die Unterschrift bis dahin unter einem neuen Vertrag ausbleibt. Jan-Christian Dresen, Uli Hoeneß und Co. wissen aber natürlich ganz genau, dass andere Vereine längst bei Musiala angeklopft haben. Ein Spieler mit dieser Klasse würde jeden Club der Welt verstärken. Insbesondere Liverpool, Manchester City, Real Madrid und Paris Saint-Germain haben schon die Fühler ausgestreckt. Entsprechend sind die Bayern gut beraten, ihre Pläne möglichst bald zu konkretisieren, bevor noch jemand wie Pep Guardiola kommt und Musiala den Kopf verdreht. Vertragsverlängerungen sind das eine. Der FC Bayern hält aber natürlich auch Ausschau nach neuen Spielern. Ganz besonders akut ist aktuell die Suche nach einem Innenverteidiger. Und der Bedarf ist so groß, dass sich jetzt sogar der vereinslose Jerome Boateng Hoffnungen auf eine Rückkehr machen darf. In unserer Community-Umfrage hat die Mehrheit von euch das als Panikaktion bewertet. Kein Grund zu Aktionismus hat der FC Bayern derweil im Hinblick auf die offensiven Außenbahnen. Mit einem überragend aufgelegten Leroy Sané und Kingsley Coman auf der anderen Seite ist der deutsche Meister hier grandios besetzt. In der Hinterhand hat Thomas Tuchel dazu noch Serge Gnabry. Der hat sich zuletzt aber den Unterarm gebrochen und muss jetzt erstmal zuschauen. Und dann ist da auch noch Mathys Tel. Der 18-Jährige war im Sommer ein heißer Kandidat für einen Wechsel auf Leihbasis. Tell ist dann aber doch in München geblieben. Und das war die absolut richtige Entscheidung. In der neuen Saison kommt der Franzose schon auf 5 Tore in 9 Spielen. Immer wieder wirft Tuchel ihn in der zweiten Halbzeit rein und Tell macht seine Sache dann richtig stark. Zunehmend ist der Youngster auch auf dem Flügel gefragt. Auf lange Sicht sieht sich Tell aber eher als Mittelstürmer. Die Bayern halten deshalb Ausschau nach einem externen Neuzugang für die Flügel. Und der Blick geht dabei wieder einmal zum Konkurrenten aus Dortmund. Dort präsentiert sich Daniel Malen in herausragender Form. Der Niederländer hat in der letzten Saison eine überragende Rückrunde gespielt. Und auch der Start in die neue Spielzeit war mehr als ordentlich. Neben den Bayern hat auch der FC Liverpool ein Auge auf den 24-Jährigen geworfen. Jürgen Klopp wollte Malen gerne schon haben, als sich dieser 2021 für den Wechsel zum BVB entschieden hat. Das Interesse ist durch die guten Leistungen in Dortmund jetzt wieder neu entflammt. Bei der Borussia hat man aber keinen großen Stress. Denn Malen hat noch einen Vertrag bis 2026. Für eine Ablöse von 60 Millionen Euro würde man aber durchaus über einen Verkauf nachdenken. In Liverpool und auch in München muss man sich also die Frage stellen, ob man bereit wäre, eine solche Summe für Malen auszugeben. Während über Malen diskutiert wird, ist Manuel Neuer natürlich schon seit mehr als einem Jahrzehnt eine der zentralen Figuren beim FC Bayern. Umso mehr hat es viele Fans und natürlich auch die Verantwortlichen in München geärgert, dass sich der Stammkeeper im letzten Winter so schwer beim Skifahren verletzt hat. Und nicht wenige haben Neuer dafür deutlich kritisiert. Der Weltmeister von 2014 sei ein zu hohes Risiko eingegangen, lautete der Vorwurf. Beim FC Barcelona will man es soweit erst gar nicht kommen lassen. Deshalb schreibt der spanische Meister seinen Spielern mittlerweile ganz genau in die Verträge rein, welche Sportarten sie neben dem Fußball ausüben dürfen und welche nicht. Und so viel sei gleich mal verraten, abseits des grünen Rasens bleibt den Barca-Stars wie Frankie de Jong, Robert Lewandowski oder Marc-André Ter Stegen nicht viel an Ausgleichssport. Die katalanische Zeitung Sport nennt das die Neuer-Klausel. Und diese besagt, dass Skifahren, Motorradfahren, Fallschirmspringen, Kitesurfen und Windsurfen strengstens verboten sind. Aber es geht sogar noch weiter. Sogar Radtouren und Padeltennis sind nicht gestattet. Und was für die Profis gilt? Das gilt bei Barca auch für die Spieler der zweiten Mannschaft. Regeln, über die man eventuell auch beim FC Bayern nachdenken sollte. Eine schwerwiegende Verletzung wie die von Neuer wäre dann vermutlich verhindert worden.
Zum Abschluss wollen wir noch von euch wissen, was ihr über Malen und Musiala denkt. Glaubt ihr, der Niederländer hätte das Zeug, um sich bei den Bayern durchzusetzen? Und würdet ihr Musiala eine Verlängerung in München empfehlen? Oder würdet ihr ihn lieber bei Real Madrid, Man City oder zukünftig bei einem anderen Verein sehen? Schreibt es uns in die Kommentare. Das waren wieder unsere aktuellen Kick-News. Eure tägliche Dosis Kick 11 habt ihr euch abgeholt. Jetzt schaltet mal runter und genießt den Feiertag. Wir hören uns morgen wieder.